Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Parkitect Update News hier auf dem Kanal Mehrspieler. Mittlerweile sind Beta 4 und 5 erschienen. Beta 4 hat nicht so viel gemacht und dann habe ich nach Beta 4 mal reingeschaut, gesehen, okay, jetzt nicht so viel neuer Content, nichts, wofür sich ein eigenes Video lohnt. Und dann habe ich jetzt nach Beta 5 nochmal reingeschaut und ich habe echt gedacht, ich spiele ein anderes Spiel. Also, der Sprung, den Parkitect innerhalb von dieser Beta gemacht hat, im grafischen Sinne, ist einfach nur gigantisch. Man kann das im Devlog nachlesen, da sind auch Vergleichsbilder. Ich habe jetzt hier keine Vergleichsbilder, ich zeige euch nur, wie es jetzt aktuell aussieht. Aber es ist wirklich krass, was in der Hinsicht passiert ist. Man sieht das schon hier, man hat jetzt hier diese dynamischen Schatten und so und die Objekte sehen viel 3D-dimensionaler aus, es wirkt alles viel mehr, alles viel echter, ja, durch die Reflexion und so. Das ist schon... Entschuldigung. Aber das ist wirklich, wirklich krass, was das Spiel für einen Sprung gemacht hat. Das hier sind alles alte Sachen, die ich mal gebaut hatte. Hier ein so neuer hübscher Wassereffekt und das sieht echt, also ja, schon wirklich, wirklich beeindruckend, finde ich, was wie das Spiel sich grafisch gemacht hat innerhalb von einem Update. Wir können uns das Ganze auch hier mal anschauen in den Einstellungen. Hier oben in Grafik, es gibt dann hier Anti-Lasing, dann gibt es hier ein paar neue Einstellungsmöglichkeiten. Und da sind zum Beispiel dieses Ambient Occlusion, wenn ich das... Warum habe ich denn keinen Tilt Shift drin? Ich weiß gar nicht genau, was das macht. Achso, doch, das war dieser Unschärfe-Effekt. Genau, den mochte ich nicht. Aber hier zum Beispiel Ambient Occlusion, wenn man das ausmacht, dann hat man so dieses... Dann sieht das alles irgendwie viel flacher aus, viel 2D-dimensionaler. Und wenn man das dann einschaltet, dann kommt so dieses... Nicht so wirklich dieser 3D-dimensionale Effekt rüber. Aber das ist schon wirklich sehr, sehr cool. Ja, wir können mitfahren. Das Mitfahren ist wie immer eine Mod. Deshalb aber... wo bin ich? Bin ich jetzt? Okay, so, dann gib mal Gas. Aber es ist wirklich hübsch. Ich spüre gerade den Lift mal vor. Man muss sagen, das Spiel ist gefühlt ein bisschen anspruchsvoller geworden. Also, was jetzt Leistung angeht, wobei auch immer an der Leistung wieder gefeilt wird, also das wird auch immer besser und besser, im Gegensatz zu früher läuft sie jetzt auf dem aktuellen Stand eh viel besser. Ja, jedenfalls sieht das schon alles sehr hübsch aus, wie ich finde. Dann gibt es noch eine Veränderung, und zwar kann man einen Tag-Nacht-Wechsel, jetzt kann ich auf Nacht schalten, und nachts gibt es dann Beleuchtungen. Dafür gibt es verschiedene Beleuchtungselemente. Ich habe hier die mal verbaut. Also die Beleuchtung ist auch wirklich, wirklich hübsch. Man hat die klassischen Laternen. Man hat hier so... wie heißen die Teile noch? Ja, so Scheinwerfer jedenfalls, die halt dann hier oben diese Fläche entsprechend beleuchten. Man hat Lampen, die man an Wänden anbringen kann. Man hat... Hier sind auch noch eine Art von Lampe. Man hat hier schwimmende Lampen, die hier schwimmen so auf dem Wasser halt. Man hat hier so Sachen wie Lichterketten und Papierlampen, diese Leuchtkugel. Hier sind so Lichterketten-Dinger mal angebaut. Und es ist wirklich schön. Und die Flatrides haben Beleuchtung bekommen. Da sieht man zum Beispiel hier bei dem Enterprise, oder wie ist es hier genannt? Ja, Enterprise. Dass hier wirklich eine hübsche Beleuchtung jetzt hintersteckt. Mal gucken, wenn er jetzt fährt. Also da ist sich hingesetzt worden und wirklich jedes Fahrgeschäft ist beleuchtet worden. Man muss wohl dazu sagen, dass manche aufwendiger beleuchtet sind. Zum Beispiel wie dieses Karussell hier. Und manche, wie zum Beispiel hier, dass die sind halt irgendwie unaufwendiger beleuchtet. Hier steht einfach nur ein Scheinwerfer drauf oder so. Vielleicht kommt das noch, vielleicht wird das noch gemacht. Es gibt jedenfalls einige, die hier so eine schöne LED-Beleuchtung haben und einige, die sowas noch vermissen lassen. Jedenfalls ist das echt eine super Sache. Und es sieht schon sehr cool aus mit dem Licht. Ja. Dann gibt es auch noch
neue Sachen vom Inhalt her. Wobei diesmal nicht so viel, weil halt sehr viel am Grafischen gearbeitet wurde. Meine Leute sind ein bisschen... egal. Wir haben hier einmal den Fruit Juices, also Fruchtsäfte. Dann haben wir einmal Funnel Cakes. Das sind, glaube ich, aus wie Pfannkuchen. Ich weiß nicht genau. Und Hähnchenschenkel, Turkey Legs, Turkey Truthahn, ja, oder? Nee, keine Ahnung. Ja, egal. ja. Jedenfalls sieht schon echt cool aus. Also dieser, es wirkt alles viel, viel dreidimensionaler. Wir haben noch einen neuen Baum und eine Elefantenstatue. Wir haben noch eine Neuerung, dass hier die Schienen vom Watercoaster, dass die hier so in den Grund reingebaut werden können. Das heißt, man kann die hier so schöner ein bisschen ins Wasser einbauen oder in den Grund einbauen. Das ist schon eine ganz coole Sache. Ist übrigens ein sehr spannender Entwurf, den ich hier gebaut habe. Also da ist schon Action pur. Ja, dass das hier so pink ist, das liegt halt daran, dass dieses Onride wirklich nur eine Mod ist. Und wir haben zwei neue Achterbahntypen, und zwar einmal den Flawless Coaster. Und dann gibt es hier als Neuerung, was ihr auch hier gerade seht, auch noch Haltebremsen. Die sind also auch neu. Flawless Coaster und Haltebremsen für manche Achterbahntypen. Ich habe gerade nicht ganz auf dem Schirm welche. Haltebremsen. Okay, er lässt ihn auch irgendwann mal los. Das ist immer... okay, dann kann man hier es halt... ist halt ein Flawless Coaster von den Schienen her. Nicht anders als Wing Coaster oder so, was hier in dem Spiel ja auch schon gibt. Halt nur einen anderen Wagen draufgesetzt und diese Haltebremse noch eingebaut. Ein ganz schicker Achterbahntyp, vor allem wenn man jetzt... es gibt noch keinen wirklichen Dive Coaster, aber hiermit kann man so ein bisschen Dive Coaster-artig halt bauen. Und dann, was sehr cool ist, ist noch hier, wie nennen sie es? Wir nennen es einen Monorail Coaster. Also der Raptor Track quasi von RMC. Also eine Schiene, die im Ende, eine Achterbahn, die im Endeffekt hier so eine Schiene und wo der eine Schiene nur hat in der Mitte, wo der Wagen dann so umgreift und es sind immer so Einzelsitze. Den Achterbahntyp finde ich irgendwie super cool, also so allgemein als Typ, aber auch umgesetzt. Also ist schon echt eine coole Sache. Ich würde sagen, wir fahren gerade beides nochmal kurz mit. Also hier, das ist vom Mitfahren her ja nicht wirklich spannend. Es ist so wie jeder andere J&M Coaster auch. Da habe ich gerade ein bisschen vorgespult, weil ich nicht wusste, wie lange er hält. Ich weiß nicht, was ich hier eingestellt habe. Da muss ich mal nochmal nachschauen. Ja, jedenfalls mit dem von den letzten Update-News angesprochenen neuen Möglichkeiten, um so Schienen zu bauen, ist das hier auf jeden Fall ein ganz schicker Entwurf. Also die Entwürfe sind halt alle einfach nur mal schnell hingebaut, damit ich was zum Zeigen habe. Ne? Da ist jetzt nichts besonders krasses oder so besonders gut durchdachtes dabei. Das Meer einfach mal so gebaut. Hier ist der eine und dann schauen wir, dass wir hier im richtigen Zug landen. Tun wir. Dann fahren wir hier nochmal kurz mit. So. Das hier ist dann der Monorail Coaster. Und man sieht auch hier die Reflektionen auf dem Coaster. Das sieht man gleich, wenn wir draußen sind, nochmal ein bisschen besser. Sind schon echt cool. Also visuell hat das Spiel schon wirklich, wirklich was draufgelegt. Hey, wake up. Oh, ich werde angestupst. Na, egal. Ja, hier fahren wir noch kurz ins Ziel. Okay. So. Wie die Reflexion, wie man sie sieht. Schon echt cool. Und dann möchte ich kurz noch was zeigen. Und zwar eine Mod, die ich euch unbedingt noch ans Herz legen wollte. Mods. Ich habe im Moment drei installiert. Das ist einmal die Coaster Cam, dann Disable Clouds, weil mich die Wolkenschatten so nerven. Und Perspective Camera. Wenn wir die aktivieren, dann dürfen wir jetzt... haben wir... okay, es läuft gerade einigermaßen rund. Man muss halt schon mal mit sich... okay, hier, das ist so ein bisschen buggy dann, diese Symbole. Aber das ist so eine Mod, die das Spiel, finde ich, nochmal wirklich, wirklich aufwertet. Man hat nicht diesen festen Winkel, sondern man kann, wie bei Planet Coaster zum Beispiel, auch im Winkel wandern. Und dann mit der neuen Grafik sehen die Sachen hier nochmal direkt viel, viel beeindruckender aus. Also wirklich, wirklich cool. Ja.
So, das ist halt dann das, was diese Updates neu bringen. User left your channel. Sound muted. So. Ich hoffe, dass dieses Video informativ war und dass euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute.